Hallöchen, liebe Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen damit zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Ja, beim letzten Mal haben wir ein Siegel des Romulus gesammelt und waren wieder Großinvestor hier. So, ein Templeraufseher eliminieren und die Karte finden, die Position von einer von Leonardos Kriegsmaschinen anzeigt. Genau. Ihn mit der Pistole töten. Mit der Pistole töten. Ja, das können wir machen. Geht doch nichts darum, irgendeine Wache auf offener Straße einfach zu erschießen. Ich verliere ihn! Jetzt stirbst du! Ja, haut mal besser ab. So, da oben ist ein Borgia-Banner. Das werden wir uns natürlich jetzt gleich sichern. Sofern ich da irgendwie hochkomme, muss ich mal schauen, wie ich das mache. Ich würde sagen, so, so und vermutlich so. Ja, das lief gut. Gestank! Will denn niemand hier aufräumen? Vor mir ist seit, keine Ahnung, 10 Sekunden oder so tot. Boah, was für ein Gestank! Der sieht nicht mal aus wie ich. Ich überlege gerade, weil wir können ja unsere Dings nicht einsetzen hier. Oh, der nächste. Das nächste Teil ist mir jetzt gerade zu weit weg. Ich kann auch. Der nächste Taubenschlag. Mach jetzt erst die Mission. Dann werden die anderen, glaube ich, auch. Ich weiß gar nicht, ob jetzt alle schon fertig sind oder ob ein oder zwei noch auf Mission sind. Wir machen jetzt die Mission. Würde ich sagen. So, Panzerwagen Montecircio. So, Hölle auf Rädern. Leonardos Panzerwagen ist ein anspruchsvolles und verheerendes Kriegsgerät, das den Ausgang einer Schlacht verändern kann. Es muss zerstört werden. Im Panzerwagen keinen Schaden nehmen. Okay. Die Erfindung ist sicher und die Spione in Ketten. Wer Cesare bestehlen will, ist selbst schuld. Oh.
Ja, nee, das ist nicht interessant. Hier findet den schon keiner. Oh, das ist aber... Das ist aber eine krasse Festung hier. Ah, da sehe ich doch schon unseren Eingang. Was wollt ihr? Wo sind die Pläne für diese Waffe? Auf einem Tisch am anderen Ende der Festung. Und das Gerät selbst? Ich bin nicht sicher. Doch ihr braucht mindestens 3 Männer. Dann kommt mit mir. Nein, wir haben 3 Söldner gefangen. Sie sind gegenüber von den Plänen einer Zelle. Die helfen euch. Wen? So, das gehen wir doch jetzt taktvoll an, würde ich sagen. In der Festung werden sicher ein paar Wachen rumstromern. Und wie gesagt, die Armbrust ist eine der besten Investitionen, die man in diesem Spiel tätigen kann. Also falls ihr selbst nochmal die Gelegenheit erhalten solltet, dieses Spiel selber zu spielen, euch zu holen, euch jetzt auch holen zu wollen, wie auch immer... Eine eurer ersten Investitionen sollte die Armbrust sein, weil ihr das Geld habt. Die ist teuer mit 25.000, ja. Aber ihr seht, ein Schuss und das gegnerische Problem hat sich erledigt. Also du hast doch sicher auch ein paar Bolzen noch dabei. Ja. Sehr schön. Praktisch, das sagte ich schon beim letzten Mal, praktisch, dass hier immer Fackel bereit hängt. Bist du der einzige Dude, der hier rumläuft? Wo ist Da Vincis Maschine? Folgt uns! Sie halten den Weg geheim, aber wir haben den Eingang entdeckt. Da ist er! Hier da! Halt! Es gibt nur eine Lösung, Frau Kriegsgesetzer. Ey, Doppelklingel ist schon ziemlich nice. Ah, wartet. Egal. Jetzt
Turm. Cesare nutzt die Waffen als Kernstück seiner Armee. Sein Heer ist dabei, einen Überraschungsangriff auf Sizilien vorzubereiten. Wir werden sie aufhalten. Ja. Wir müssen dieses Tor öffnen. Ich finde einen Weg. Da wird sich Sizilien erfreuen. Irgendwas? Eine Truhe. Als ob jemand random in dem Flur eine Truhe mit Geld drin platziert, ne? Das ist auch wieder so eine Spielelogik. So, den Nebel finden, um das Tor zu öffnen. Ja klar, doch. Nichts leichter ist. Nichts leichter ist das. Ja, jetzt klettert er halt hoch. Fix, ey. So war es jetzt auch nicht geplant. Aber auf der anderen Seite habe ich dadurch diese Kiste gefunden. Das war schon ein tiefer Sturz. Also da hätte man sich jetzt auch gut und gern mal alles brechen können. Aber nicht Ezio, der schluckt ein bisschen Medizin. So wie in Resident Evil, grünes Kraut, ne? Heilt alle Wunden, alle. Da seid ihr ja endlich! Passt bloß auf. Haben sie nicht drei Söldner gefangen genommen? Was haben sie ja mit dem einen gemacht? Ich lasse die Brücke herab. Wo lernt man sich so zu bewegen? Tja. Das lernst du schon in der Assassinen-Vorschule, Kumpel. Runter. Wo lernt man sich so zu bewegen, ist, keine Ahnung, einfach nur irgendwie ein bisschen spastiker sein. Leonardo will, dass ich damit fahre? Keine Anleitung. War klar. So. Mit Q die aktive. Mehr. Ich komme mir gerade vor wie Fred Feuerstein, weil ich glaube, die laufen damit, ne? Also. Sehr
auf mich geschossen. Das Ding ist ganz schön mobil, also ich glaube selbst moderne Panzer waren nicht so mobil. Fall bloß nicht auseinander. Oh nein, die 100%ige Synchronisation ist fehlgeschlagen. Ich hab Schlimmeres. Schade, dass man das zerstören muss. Ich meine, das wäre ja geil, wenn man das für sich selber eigentlich nutzt, ne? Wenn unseres beschädigt werden kann, dann ihres auch. Nur noch ein paar Treffer. Okay, der war ja echt lame, der andere Panzerwagen. Was kann ich nach oben schießen? Ich würde dich gern behalten. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Geil wär's schon. Kavum. Mia sorella offende me, hai capito? Okay. Ah, ich kann mir von Leonardo jetzt wieder Ausrüstung kaufen. Muss ich aber zuerst zu einer Bank und oh. Irgendwie habe ich ein Händchen dafür, diese Dinger zu finden, ne? Schon wieder ein Kladaring. Ein Kladdering. Schlattering, ja, das klingt gut. Oh, Entschuldigung. Naja. Nee, ich schub's dich jetzt nicht. Das ist richtig schön asozial sein. So, jetzt. Oh, Alter. Macht Platz für die Bargäbe bei der Bewirtung. Selbst Bagatellen im Büro der Beschwerdestelle des Vatikans zu melden. Nur ein Narr kann an meinem Geschäft vorbeigehen. Anwesende natürlich ausgeschlossen. Hat sie den Verstand verloren? Hey, ich darf das. I am superior. Ich darf das. So, sehr schön.
Oh ja, alle durch die Bank wieder aufgestiegen. So nice. Das soll ein Plattenpanzer sein. Na gut, sieht auf jeden Fall gut aus. Er ist gleich 3 Level aufgestiegen. So, dann schauen wir doch mal. Girln. Unter den Tisch fallen lassen. Schulgeld, das ist doch eine gute Mission für unsere nicht ganz so high-leveligen. So. Also den Tisch fallen lassen, ist ein bisschen zu krank. Gut, den Bettler angreifen. Jetzt ein bisschen übertrieben. Unkraut jäten, das könnte eine gute Mission sein für unsere Besten eigentlich. Oder für unsere. Dann nehmen wir noch einen Dingens mit. So. Dann haben wir noch der Feind meines Feindes. Wir können beide. Ja, komm, schick mal beide auf die Mission. Pomander. Die bringen auch extrem viel EP, diese Aufträge mit den Sternen. Also das andere Zeug ist ja echt ein feuchter Furz dagegen. So, dann treffen wir uns mal mit Leonardo. Er hat sicher wieder was Gutes zu verticken. Ich überlege gerade nur, ob ich vorher nicht noch eine Bank aufsuchen soll, falls ich das Geld für das Zeug nicht habe, das ich brauche. Oh. Leonardo ist hier die nächste Bank. Die ist hier hinten. Also quasi jetzt einfach dann diesem Weg links lang folgen. Das ist zwar ein Stück vor und zurück gerenne, aber wenn ich nicht das Geld habe für das, was er mir verkauft, dann muss ich sowieso dahin laufen. Also, und so habe ich die Kohle gleich. Und kann sie dann noch einsetzen, falls ich noch was kaufe danach. Und was kaufen werde ich? Das ist so sicher wie das Arme in der Kirche. Diese Stiefel sind so gerade. Warte, ich habe hier etwas. So. In meinem Geschäft gibt es nur das Allerfeinste. Ich könnte mir auch mal wieder ein bisschen bessere Ausrüstung gönnen. Aber das mache ich auf der Tiber-Insel. So, Leonardo. Random eine Bank für 2. Womit kann ich dir helfen? Giftpfeile. Warte hier. Ich komme gleich wieder. Nur ein kleiner Stich und meine Feinde werden fallen. Na, heiß. So, dann würde ich sagen, renovieren wir mal die Innenstadt jetzt mal von den Dings abgesehen noch komplett. Also fangen wir doch hier an. Das ist das Pantheon, genau. Ich meine, überwiegend haben wir ja schon alles tatsächlich. Genau, und dann arbeiten wir uns nach Norden durch. Dann haben wir nämlich hier das Centro. Oh.
Ja, du, sorry. War jetzt so nicht beabsichtigt. So, jetzt werden wir im Bekanntheitsgrad wieder steigen. Ja, eins muss man den Assassin's Creed-Entwicklern lassen. Die Städte haben sie schon echt immer, machen sie schon echt immer richtig geil. Wie er sich ganz sanft hinlegt. Oh, ich schlafe jetzt. Wisst ihr was? Ich glaube, ich mache das jetzt so, dass ich diese restlichen Sachen, die ich euch jetzt gerade gezeigt habe, mit dem Kaufen. Ich glaube, dass ich die zwischen den Parts jetzt schnell kaufe, weil das ist ja für euch sonst nur langweilig. Ich laufe hier durch die Stadt. Ich meine, ist zwar ganz coole Immersion und so, aber ihr kennt das ja jetzt schon. Und jetzt Läden zu renovieren, das ist jetzt nicht gerade so das Spannendste in diesem Spiel. Also. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, ich mache das jetzt einfach mal testweise. Sicher habe ich ein paar Überraschungen für euch, Kunstkenner. Kaufe das Centro jetzt mal auf. Ich glaube, als nächstes müssen wir eh. Genau, da ist der hier dran. Genau, schreibt mir das doch mal in die Kommentare, wenn ihr das weiterhin sehen wollt, dann gerne. Also ich baue es, wie gesagt, gerne ein. Ich kann eventuell noch mal ein bisschen was labern. Nur heute, ehrlicherweise, bin ich gerade etwas themenarm, muss ich gestehen. Weil man neigt immer so dazu, wenn man ältere Spiele spielt, wieder so in Nostalgie zu schwelgen und zu kritisieren, was die heutigen Spiele alles nicht mehr bieten. Und dass man halt die Anfänge von dem, was da meiner Meinung nach halt eben dazu geführt hat, dass Spiele halt so richtig krass Mainstream werden. Das hat halt da schon eigentlich angefangen. Es hat vorher schon angefangen, aber da waren die ersten Auswirkungen zu spüren. Was auch immer euer Künstler her. So, was haben wir jetzt noch? Jetzt haben wir eigentlich nur noch das hier. Dann könnten wir beim nächsten Mal doch so eine Copernicus-Mission machen. Das wäre doch was. Wenn wir da mal. Da ist ein leerstehendes Gildengebäude. Hier sehe ich es nicht so ganz. Da ist noch ein Fabro, glaube ich, drunter. Ja, genau. Es begehrt. Ich habe es. Zur Zeit. Da oben könnte ich eben ein paar Kurtisanen brauchen. Ups. Entschuldigung, ich wollte nicht auf eure Gewürze treten. Dass diesen Samstag auf den Feldern hinter San Lorenzo Fuori Lemura ein großes Turnier stattfindet. Ich würde halt gerne mal wieder ein älteres Spiel spielen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich weiß, dass sich dafür nicht immer so viele Zuschauer begeistern. Wieso läufst du mir erst nach? Hm? Denkst du etwa, ich krieg dich nicht? Denkst du, ich krieg dich nicht? Hui. Das war ganz schön gefährlich, Kumpel. Jetzt reicht's aber. Da. Sehr beeindruckend. Aber warum nicht einfach gehen? Du schicker Schirm. Wo war es das Gildengebäude? Es gibt für, ich weiß nicht, wer von euch vielleicht mein Dark Project Let's Play geguckt hat. Da
war wieder dämlich. Aber es gibt da eine relativ coole Modifikation. Das wäre tatsächlich nochmal eine Überlegung wert. Das heißt Thief 2X, Shadows of the Metal Ash, das ist quasi eine Parallelstory zum zweiten Thief-Teil. Also zu The Metal Age. Man spielt eine Frau. Und das ist eine komplett eigene Story. Wer von euch davon vielleicht sogar schon gehört hat, ne? Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, ob und wie und ob ihr sowas Nostalgisches, sag ich mal, nochmal sehen wollt. Eins der nächsten Projekte hätte ich ja eigentlich gerne. Ich setze außerdem Küchenzubehör wie Töpfe. Ich hätte ja gern mal wieder sowas gespielt. Als nächstes war ja eigentlich geplant, sowas wie Vice City oder sowas. Ist ja auch ein bisschen was Älteres, da auch schon ein paar Jährchen jetzt alt, aber. Muss ich da jetzt runter? Ja, Tatsache. Nur da werde ich massive Probleme bekommen mit der Musik. Also ich werde definitiv kein GTA ohne Musik spielen. Aber da wird mir die GEMA wieder richtig auf den Sack gehen. Das sehe ich jetzt schon kommen. Ich habe einige feine Waren zu bieten. Dinge, von denen ihr nicht wusstet, dass ihr sie braucht. Ihr könnt sie mit Geld kaufen, das ihr nicht habt. Oh, Entschuldigung. So, nochmal so ein Tunnel. Seppolo. Annetta Barbieri. Alle die Seppolo. So, was habe ich jetzt hier noch? Nur noch den Arzt. Jetzt habe ich es doch noch ein Part gemacht. Aber wie gesagt, schreibt mir das gerne mal, ob ihr das noch sehen wollt. Wo komme ich denn jetzt dahin? Meine Güte. Alle so nervig. Alle aus dem Weg. So. Da ist der Dottore. Ja, eins meiner künftigen Projekte wird es auf jeden Fall werden, diesen Thief 2X. Shadows of the Metal Age. Einfach mal wieder so ein bisschen in Dark Project Zeiten schweben. Es gibt ja noch mehrere von diesen Fan-Missions, die ich persönlich relativ cool gemacht finde. Ich meine, die sitzen alle auf diesem alten Grafikgerüst und auf dem Ganzen. Also zwar schon ein bisschen auf schick gemacht und aufpoliert und alles, aber es ist halt trotzdem immer noch das Gerüst von damals. Also das, okay, nicht weiter. Das ist immer noch auf dem Gerüst halt von der Dark Engine von damals. Und ja, das ist halt jetzt nicht mehr das Neueste, sagen wir es einfach mal so. So, einmal Aussichtspunkt synchronisieren und dann war es das mit diesem Part. Liebe Freunde, schön, dass ihr wieder am Start wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Bis dahin, ciao, macht's gut, Freunde.